Liebe Vermieter, willkommen zu Ihrem neuen Eintrag Bearbeitungsbereich. Sie haben auf dieser Seite die Möglichkeit, selbstständig und einfach Änderungen in Ihrem Eintrag vorzunehmen. Lassen Sie uns direkt mit einem Beispiel-Eintrag starten. Füllen Sie bitte alle mit einem Sternchen versehenen Pflichtfelder aus. Hierzu gehört der Name der Unterkunft sowie die Angaben zur Adresse. Achten Sie bei der Eingabe darauf, die Straße und Hausnummer in die dafür vorgesehenen Felder einzutragen. Darunter können Sie in unserem Google Maps-Ausschnitt überprüfen, ob wir Sie an der richtigen Stelle verortet haben und bei Bedarf noch Änderungen an Ihrer Adresse vornehmen. Bei weiteren Fragen können Sie auch über den Link Eintragsrichtlinien mehr Informationen und Hilfestellungen zur Eintragserstellung erhalten. Auch in unserem Hilfe- und Kontaktbereich stehen wir Ihnen mit unseren häufigsten Fragen und Kontaktinformationen zur Seite. Geben Sie nun einen Beschreibungstext von mindestens 40 Zeichen an. Maximal stehen Ihnen je nach Eintragsart bis zu 1500 Zeichen zur Verfügung. In unserem neuen Feld Registrierungsnummer können Sie bei Bedarf Angaben zur Wohnraumschutznummer oder anderen Registrierungsnummern machen. Nun kommen wir zum Highlight unserer neuen Eintragsbearbeitung. Im Bilderbereich können Sie diese nun nach dem Hochladen direkt bearbeiten. Sie können das Bild stufenlos nach rechts oder links kippen. Um 90 Grad drehen, horizontal und vertikal spiegeln und beliebig zoomen und ausschneiden. Zusätzlich zum Upload über den Punkt Bilder hochladen, können Sie diese auch einfach und schnell über Drag and Drop auf das entsprechende Feld ziehen, bearbeiten und hochladen. Achten Sie darauf, Bilder bis maximal 10 MB im Dateiformat JPEG oder PNG hochzuladen. Erst nach dem Speichern des Eintrags können Sie das Titelbild bestimmen und Bilder beliebig sortieren. Sobald Ihr Eintrag gespeichert ist, müssen Sie für nachträgliche Änderungen des Bildausschnittes oder der Ausrichtung das bisherige Bild zuerst löschen und dann nochmals hochladen. Im nächsten Schritt hinterlegen Sie bitte Informationen zu Ihrer vorhandenen Ausstattung. Wichtig sind nun noch die Kontaktdaten. Geben Sie hier mindestens eine E-Mail-Adresse und eine Telefonnummer an. Über das Feld Anfrageformular zeigen können Sie es auf Ihrer Eintragsseite aktivieren oder deaktivieren und über das Feld E-Mail-Adresse für jeden sichtbar Ihre E-Mail-Adresse im Eintrag aus- bzw. einblenden. Geben Sie im Anschluss die Preise für die verschiedenen Zimmerarten an. Unser System rechnet dann den Preis automatisch auf den Preis pro Person herunter. Falls Sie noch zusätzliche Angaben zu den Preisen machen möchten, können Sie diese im Feld Zusätzliche Preisangaben angeben. Im unteren Bereich der Seite haben Sie noch die Möglichkeit, Video- und Facebook-Links anzugeben. Im nächsten Schritt empfehlen wir Ihnen, vor der Speicherung über die Funktion Vorschau zu überprüfen, wie Ihr Eintrag für den Suchenden auf unserer Webseite aussieht. Speichern Sie nun Ihren Eintrag. Im Anschluss können Sie noch ein Titelbild auswählen und Ihre Bilder beliebig im Eintrag sortieren. Die Vorschau hilft Ihnen jederzeit, diese Änderung live mitzuverfolgen. Falls Sie noch Fragen oder Anregungen haben, gehen Sie einfach in unseren neu gestalteten Hilfe- und Kontaktbereich. Viel Spaß beim Vermieten!